Hi, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Tomb Raider. Ja, ich wollte mich ja mal vornherein bedanken, dass die letzte Folge, also die allererste Folge auf skycave.de super ankam, und danke auch an für den Support von euch und auch von dem Server-Owner. Denn viel Spaß bei der zweiten Folge, und ich hoffe, die wird genauso geil und ihr lasst wieder genauso viele Daumen da. Bis denn, eure Sandy. Ciao. Ich habe mich schnell kurz gemutet. Okay, warum denn? Bin ich dir zu laut? Oder hast geröpst? Nein, das andere etwas. Gepupst? Dafür mute ich mich doch nicht. Hallo, ich bin Mann, ich darf das. Ach so. Das stimmt. Frauen dürfen auch pupsen, hallo. Aber so richtig. Hey, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider mit dem Andy. Ich habe gedacht, wir sind beim Glücksroulette. Genau, wir spielen jetzt Glücksroulette und zwei kamen raus, zwei Ja, Diamanten. zwei, ich habe zwei Yippie, wir gewonnen, sind reich. Jackpot. Wir sind reich. Guck mal, ein Baum. Ich mach mal den Baum weg. Wir bauen jetzt eine kleine Hütte für uns, weil wie gesagt, wir müssen ja eh von vorne anfangen hier. Und jetzt müssen wir ja erstmal ein bisschen gucken, wo wir Es Platz haben. pisst aus allen Ecken und Enden. Echt mal guckt, aber wenigstens regnet es hier. Ne? Ich glaube, auf dem anderen Server hat es nie geregnet. Ja, Das ich hätte... glaube, da hat es nie geregnet. Nee, das ist echt cool. Hier haben wir wenigstens mal Regen. Das befeuchtet hier alles. Wir haben zwar noch nicht so eine große Fläche, dass wir hier Mobs kriegen, aber kommt halt noch. Ach, guck mal, der Ende. Nee, nicht, aber nicht. Sonst kommen wir doch da unten nicht rein. So einfach. Ach, doch, geht. Doch, das geht immer. Ich habe immer Angst, dass ich runterfalle. Na wo? Was schubsen wir Na mal? Ich kann wo? nicht übrigens schubsen, glaube ich. Warte mal. Nein. Schade, ist Das hätte ich aus. dich schon längst schlagen können. Mist. Wenn mir nicht ins Gesicht. Was so, was bauen wir denn in unserem Haus? Da müssen wir ja Cleanstone backen, wa? Ja, Cleanstone und machen wir da die Holz. Stone Bricks draus dann? Also die Cleanstone Ja, Bricks? da ein paar habe ich ja schon. Kann dir schon ein paar geben. Wo bist denn du überhaupt? Noch ein bisschen Wohnraum schaffen. Hier, bitteschön. Hallo? Ach ja, stimmt, wir brauchen ja noch Platz. Dann gehe ich mal noch einen Backofen machen und ja. Wie ihr sehen könnt, wir müssen auch nebenbei farmen in der Folge. Also wir konnten nicht so viel vorausarbeiten, weil es ist hier gar nicht so einfach, wenn man erstmal mit einem kleinen Kurbelgenerator farmen muss. Das ist, also wie gesagt, wir fangen ganz neu an. Vor allem ist es ja immer noch die erste Aufnahmesession, die wir machen. Genau. Und ich konnte vorher auch nicht mit drauf, also vor der Aufnahme, Nee. da mir gestern mein PC abgeraucht ist, aus unerfindlichen Gründen, weil ich die Ich ja, hab. Einstellungen verändert habe und das dann den ganzen Tag gebraucht hat, bis ich irgendwie endlich wieder meine Daten retten konnte und Windows 10 wieder drauf installieren Ich hab konnte. dir einen Scheiß Trojaner Windows. geschickt aus Versehen. Ja, nee, ich glaube, den habe ich noch von Mario. Ja, oder so. Genau. Vielleicht war das noch Mario seine oder war es Philipp seine? Ein bisschen Holz haben wir auch, können wir auch einarbeiten. Siehst du, ich habe noch sechs Holzstämme. Also Logs. So, ich habe jetzt Braver Junge. ein bisschen Kobbel, kann ich dir noch geben. Ich habe jetzt ein bisschen in den Ofen gehauen, zwei Stacks, ein bisschen. Na, wir müssen ja hier, wir sind lebensspartanisch hier. Muss ja alles schick gemacht werden. So, mal gucken. Ich habe sogar schon mit dem Owner hier geschrieben. Der war früher auf Skype Party auch Admin. Das wusste ich. Also ich wusste, irgendjemand hatte mir das, glaube ich, schon mal erzählt. Ist aber schon ewig her. Ich kenne den noch vom Sehen damals. Der ist ja seit August weg oder so, Ende August. Ja, war schon ganz interessant. Welchen Ende August? Diesen oder Ne, letzten? letzten Ende August. Das ist schon eine Weile her. Ja, so ein bisschen ist es schon hier, ne? Oh Mann. Oh, bitte. Und wo wollen wir die Bude platzieren? Ja, gute Frage. Wir haben ja keinen Platz eigentlich hier hinten. Vielleicht sollten wir die Bude mit dem Kurbelgenerator integrieren. Dann kannst du immer schön arbeiten, wenn ich Ja, schlafe. dann kommt jeweils ein Bett links und rechts dran, oder? Ja, dann haben wir schon unser Haus. Und am besten hier noch Ja. so wie so ein Bungalow, weißt Ja, so hier links und rechts jeweils einen Block dazwischen lassen und wenn du aufstehst, erstmal gleich wieder farmen gehen. Aufstehen, farmen, schlafen. Aufstehen, Genau. farmen, schlafen. Oh Anton. Mann, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt so ganz kleines Hütchen müssen. Ist ja erstmal so ein Übergangshütchen, bis wir was Okay, Großes ein bauen können. Übergangshütchen. Das hört sich auch an, oder? Bekomme ich die Carpenters Blocks? Bitte? Ja, wir haben keine Kappe, das Blocks.
Können wir den Mod hier drauf spielen auf dem Server? Das wäre so schön, oder? Dann hätten wir so ein Übergangshütchen. Ja. Warte, ich hole erstmal Holz hier. Ist auch ganz viel Holz. Ich gehe mal hier ein bisschen kann ich dir wieder geben. Achso, du hast noch nicht angefangen, aber so ein paar bisschen erweitern kann ich auch noch. Da stellst du sich einfach direkt in mich rein. Ja, ich wollte mal gucken, wie deine, ob deine Nasen sauber sind. Oder deine Nase sauber ist. Ich habe keine. Mein Charakter hat einfach keine. Stimmt, du hast ja eigentlich nur so einen großen Mund. Ja. Ich mach einen auf Enderman. Oh. Enderman! Enderman! Oh, das war so traurig. Ich wollte gestern, weil ich dachte, ich nehme jetzt endlich mal von Minecraft Story Mode mal Episode 5 endlich auf, aber jetzt geht meine deutsche Sprache nicht mehr. Ich habe das aber eingestellt, weil das kannst du ja ändern im Skript, ne? Und es hat dann das, aber anscheinend ist die 5. Episode nicht übersetzt worden oder so. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich habe keinen Bock, das auf Englisch zu und dann auch zu übersetzen. Nee. Dann scheiße ich drauf, glaube ich. Die 5. Episode, weil das ist ja eh nicht, die Story ist ja beendet mit der 4. Die Hauptstory. So schade. Holz. Das dauert so lange, der Ofen. Haben wir Holzstämme? 6 Stück kann ich dir anbieten. Hier, bitteschön. Hier ist noch ein bisschen Holz. So. Na, ich brauche Stämme. Die Bäume wachsen ewig nicht nach. Warte mal, ich mach mal vielleicht ein bisschen Licht außenrum. Vielleicht hilft das wenigstens. Dass die auch nachts wachsen, aber ich glaube nicht. Ach, du hattest so viele. Hier, ja, hab ich gemerkt. Ja, bitte. Das wird nur die unterste Lage. Kommt mit Holz und dann kommen Steine drüber. Dann sag mal den Bäumen, die sollen endlich wachsen, die Drecksviecher. Wachs mal, Baum. Dann farm ich nebenbei noch ein bisschen Zeug. Achso, da muss ich ja gar nicht da hoch. Ich fuck hier auf die andere Seite, das ist meine Seite. Das ist die Sandy-Seite. Das ist total aufregend. Jetzt könnt ihr zugucken, wie ich hier mit meiner langsamen Spitzhacke, ob zumindest funktioniert die. Wie viel hat deine? Die hat gar nichts drauf. Das ist keine Geschwindigkeit. Das ist nur Behutsamkeit. Nichts ich habe Geschwindigkeit. Und die kriegt man noch aus einer Truhe, ja? Nö. Ach so, aus einem Starter-Kit. Nö. Ich habe die nicht. Ich habe sowas schönes. Was ist denn mit der sie dir geschenkt hat? Ja. Tag. Ich brauch Kurbel, ich brauch Schrobel. Schrobel, Schrobel, ich seh dich, ich seh dich. Ab und zu. Komm wieder rüber. Wie reißt den Boden unter die Füße ich? Ich merk schon. Es vibriert auf einmal so. Oh, guck mal, Kokabass. Also so fett bin ich jetzt auch nicht, ne? Warte mal, ich muss mal eben grüßen. Der Kokabass ist hier joined. Ist auch einer der ehemaligen Moderatoren auf skyparty.me. Wie gesagt, wir sind hier auf, was hatte ich gesagt? Skycave.de, danke. Sandy ist gemein. Was? Oha. Das steht jetzt. Ich bin nie gemein, Leute, ich bin nie gemein. Doch, sie ist gemein, glaubt ihr kein Wort. Sie zwingt mich immer auf sie zu warten. Ja, stimmt, ja, ich habe geschlafen und der arme Andy musste warten. Aber der hat ja auch getrödelt, weil er seinen PC kaputt gemacht hat. Ich habe nicht getrödelt, der PC hat getrödelt. Ich kann nichts dafür, dass er so lahm beim Kopieren war. Kein Windows. Ich habe kein Windows 10 genommen, weil ich fand das so doof. Jetzt nervt es mich, mich ignorierst du, aber wenn Coca kommt, bist du da. Ich nehme doch gerade auf. Wie soll ich denn da auf alle achten? Hallo YouTube. Ich antworte dem mal eben, damit er nicht weiter Liam. Der arme Junge. Oh, Baum. So, jetzt habe ich dem mal geantwortet. Ich sehe doch nicht, Leute, wenn ihr alle schreibt da unten. Wenn es dann auf einmal abgeht im Chat, weil die Sandy da ist, ne? Da kann man nicht alles lesen, ne? Das ist so eine Berühmtheit auf dem Server, ne? Sieht man nicht alle Tage und da schreibt dann jeder. Ja, weil es sind alle Skype-Party-People hier. Finde ich gut. Nein, schneid das raus. Nein, das lasse ich drin. Das kannst du aber wissen. Nur diesen Einsatz. Nein, das mache ich nicht. Ich habe mich schnell kurz gemutet. Okay, warum denn? Bin ich dir zu laut? Oder hast du gerülpst? Nein, das andere etwas. Gepupst? Dafür mute ich mich doch nicht.
Hallo, ich bin Mann, ich darf das. Ach so, das stimmt. Frauen dürfen auch pupsen, hallo. Aber so richtig. Ey, da ist ein Baum. Nee, doch nicht. Den hast du schon. Ja. Die Scheißdinger wachsen nicht. Time set day. Da, guck mal, wir haben Besuch. Oh, guck mal. Oh! Die schmeißen einen alles daher, ne? Der hat mir ein Skelett-Spawner geschenkt. Guck mal, der sieht aus wie du. Ein bisschen, nicht ganz. Nee, passt. Doch. Also, ist es ein Enderman. Ja, mehr soll in die Richtung von Enderman gehen. Genau, dein hast du selber gebastelt, gib's zu. Ja. Hab ich auch. Der sieht ja auch cool aus, der ist gruselig. So. Du hast welcher? Sein oder meiner? So, dann sagen wir mal ganz lieben Dank an den Liam für den Skelett-Spawner. Dankeschön. Jetzt haben wir nämlich schon drei. Das sagen wir ihm aber nicht, obwohl das wird er ja sehen. So eine Scheiße. Jetzt haben wir einen Creeper-Spawner und drei Skelett-Spawner. Am Ende verlangt er noch zurück. Ich schreibe ihm das mal. Wir haben schon zwei. So, wo ist er denn? Ich gebe ihn dem mal wieder. Das ist doof. Wir haben doch schon zwei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 1, 2, 3. Bleibt euch nicht. Den will er nicht. Guck doch jetzt. 2, 3. 1, 2, 3. Schön. Jetzt quietscht hier mein Hund rum. Komm dir gleich mal hin, du. Ist das ein schwebendes Haus? Guck mal, das sieht aus wie ein schwebendes Haus. Wir brauchen echt Holz. Leute, also das zieht sich in den ersten Folgen jetzt immer so ein bisschen, ich werde nebenbei natürlich offscreen immer so farmen, so oft es geht. Aber wie ihr sehen könnt, uns fehlt Holz. Mhm. Und der Andi baut einfach oben weiter. Pff. Du weißt aber, dass wir auch Fenster brauchen, oder? Ach, du machst da eine Treppe hoch, wa? Das ist mir egal, was da drin ist. Das wird eine Hobbit-Höhle. Ja, das wird so eine scheiß Hobbit-Höhle. Die braucht keine Fenster. Die braucht nur eine Tür. Genau, stimmt. Scheiße, ich wollte nur eine Öfen und nicht eine Kiste. Guck mal, wir haben schon wieder ganz viel. Brauchen wir überhaupt noch so viel Steinziegel? Ja, ne? Ein paar. Geht ja oben weiter, oder willst du da noch Holz drauf machen? Nee, oben drauf. Da macht man normales Holzdach. Nee, hier meine ich, hier drauf. Ja, hier drauf, ne? Kommen noch Ziegel, ne? Mhm. Gut, warte, mach ich noch aus Ziegel. Hör mir halt die Klappe. Sag mal, Mecker-Lisa. Die voll dazwischen quatschen. Ja, warte, ich geb dir mal ein paar. Ich mach mal mit. Wie gesagt, denk dran, wir brauchen noch Fenster. Ich würde ja sagen, wir machen hier noch eine Treppe hoch und hier unten im Fußboden. Hier drauf, ne? Sieht doch cool aus. Aber wir haben nur eine Sorte Holz, deswegen müssen wir mit dem Fußboden jetzt ein bisschen kreativ sein. Das geht ja gar nicht. Oh, mit nur einer Sorte Holz. Guck mal, was ich machen kann. Ich eigentlich hätte ich da am liebsten gern Birkenholz drin als Boden. Ja, ne? Finde ich auch. Ich hätte gerne ein Muster. Muster? Ja, das könnten wir auch mit einrichten dann. Also falls mal andere Holzsorten mitbekommen. Deswegen, wie kommt man da? Kann man nachträglich. Ja, gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nur durch Shops. Also hier ist es ein bisschen anders mit dem Shop. Hier ist es so ein Marktstand. Aber ich habe ja kein Geld. Du bist ja der Reiche hier. Ich habe auch. Ja gut, ich kann es dann einlösen in Geld. Genau. Nee, die macht es mal nicht, die Vote-Coins einlosen in Geld. Das wäre. Denn lieber in so eine Kiste investieren, weil da kannst du coole Sachen rausholen. Ja, wir können auch ein paar Erze verkaufen. Stimmt. Wir müssen uns mal in Ruhe angucken. So, ich bastel mal. Was mache ich hier überhaupt? Ich warte auf Holz. Achso, soll ich dir Holz geben? Ist der Holz. Ups, das hat sie alles gegeben. Na egal. Gut, eins. Das Holz will ich gar nicht. Achso, ach du meinst den Baum. Wachsbäumchen, Wachs. Wachsmalstift, Wachsmalstift. Genau, Wachsmalstift. Komm, wir kacken mal ran. Das soll ja düngen, habe ich gehört. Aber ich mache jetzt erstmal Stufen zum Hochlaufen. Ja toll, jetzt habe ich die Workbench natürlich dahin. Ich mache jetzt eine Workbench hier vorne auch noch hin. Ich mag schon schnell fix die Stufen. Okay. Hab's ja gleich. Ich weiß, welche Stufen ich will. Ich will diese Stufen. Genau, die wollte ich machen. Yippie! Yippie!
Wir haben gar keinen, mir fällt an, ey, wir haben gar keinen Sand, ne? Also Fenster können wir uns schon mal nicht leisten, wir sind noch voll arm. Wie können wir Sand generieren? Weißt du das? Ne, ich glaube, den muss man auch kaufen. Und aus Kisten, glaube ich, weiß ich nicht, gar nicht. Ich gehe mal gucken. Man kommt, glaube ich, wenn man Cave eingibt zu den Kisten. Ups, jetzt habe ich V-Cave eingegeben. Ich geh mal eben gucken, ob man da auch Sand rausholen kann. Hier gibt es ja drei verschiedene. Ja, hier kann man Sand rausholen. Hier kann man ganz schön viel rausholen. Dafür braucht man die Cave Spider Keys. Da habe ich ja noch zwei. Dann komm mal her und hol mal da Sand raus. Nein. Und warte mal, kann man aus den anderen, den normalen Kisten, hier sind die normalen. Da kann man dreimal Sand rausholen. Ey, da kriegst du ja nie Glas zusammen. Ja. Ich gehe mal, hier steht der Ventix. Ich gehe mal gucken, hier ist ja der Shop irgendwo. Also Ankauf ist hier. Und Ränge, hier ist der Shop. Aber wie gesagt, ich bin ja pleite, aber vielleicht kann ich da was... Ach nee, da muss ich zu Ankauf, aber da kriegst du so wenig. Da musst du ein Stack verkaufen. Und dafür kriegst du so wenig Coins, finde ich. Ich habe ja eh nichts mit. Ich könnte höchstens Ofenkartoffeln verkaufen. Die wir aber brauchen. Wohl jemand ordentlich schnupfen. Wir brauchen normale Kartoffeln. Genau, zum Pflanzen. Zurückgeschleift. Oh, hier geht's ja runter. Was denn hier? Nix. Ist nix. Ich dachte, hier draußen ist auch noch Shop. Nein, der ist nur da unten, Leute. Das ist hier alles wieder doch ein bisschen anders mit Shops und so. Also man kann, glaube ich, hier auch irgendwie einen Shop basteln. Ja, ja. Kannst du dann eigentlich auch basteln? Hast du ja in der Werbung schon gemacht? Ja. Okay. Weil hier ist ein Ingame-Shop, da musst du direkt hin. Aber da kriegst du für 64 Kohle gerade mal 5 Coins. Oder IS Warp und dann halt den jeweiligen Namen. Ah, okay. Das ist ja doof. Ich weiß, ich kenne hier keinen. Warte mal. Warp Top gibt es doch bestimmt hier auch, oder? Warp Top. Ja. Warp Punkt existiert nicht. Eine Warp-Übersicht wollte ich eigentlich. Warps vielleicht? Auch nicht. User Shop. Warte mal, vielleicht Warp? Ach, User Shop. Vielleicht hätte er einen User Shop. Sehr interessant. Nein, geht nicht. Warp User Shop. Nee, IS Top. Das zeigt die Top 10 Inseln und ja. IS Warps zeigt alle Warps. Ach, alle cool. Warp Shops. Du hast hier die Regeln durchgelesen, oder? So wenig gibt's bis jetzt. Willkommen zu meinem Shop und mit Mob Farm und Villager. Da musst du einfach mal unten rechts auf nächste Seite. Ah, stimmt, da. Jetzt gehe ich mal in irgendeinen Shop. Ich habe ja eh keine Kohle, aber das wissen die ja nicht. Und guck mal, was hier Sand kostet. Oh, das ist ein kleiner Shop. Ich glaube, das sind alle nicht so wirklich groß. Monster Egg, Höhlenspinner. Aber ich brauche, hier gibt es Kartoffeln für 10, 8 Stück für 10 Coins. Aber Sand wäre interessant. Und das reimt sich auch noch. Sand kostet, 8 Stück 60 Coins. Oh, hier läuft ein Schaf. Doofes Schaf. Oh, doofes Schaf, geh weg. Oh, cool, hier kann man durch. 60 Coins? Nicht Dollar? Meine ich doch, hier sind ja Dollar, Entschuldigung. Bin noch total verwirrt. Top, hier sind eingesperrte Villager. Tötet sie. Oh, es ist gemein. Eingesperrte Villager, die stehen auch noch im Dunkeln. Wird eine Eisenfarm sein, oder? Vermutlich mal. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, noch prickelnd. Hier ist noch ein Knopf. Wisst ihr, kann ich nicht betätigen. Okay, dann komme ich wieder nach Hause. Die Folge ist übrigens schon wieder zu Ende. Ich habe voll überzogen. Schon wieder? Ja. Oha. Denn machen. Oh, guck mal hier, was der Andi schon geschafft hat. Zwar haben wir keine, ne, kein Glas, aber immerhin haben wir jetzt ein Haus. Also ein Teil. Und ein Teil schwebt immer noch in der Luft, aber egal. Egal. Dann sagen wir wieder bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und guckt bei dem Andi vorbei. Lasst ihn einen Kommentar unter seinem neuesten Video da. Er spielt sowas ähnliches wie Life in the Woods, aber ein eigen zusammengestelltes Modpack. Da stoße ich demnächst auch zu. Bis zum nächsten Mal. Aber bitte nicht so feste. Nee. Und nicht immer von hinten. Das tut so weh bei dir. Ja, ja, du bist voll, du stehst voll drauf. Ciao. Ciao. Oh, den musste ich jetzt bringen.